So etwas hat es hier noch nie gegeben. Auf diesem Betriebshof in Stuttgart-Obertürkheim ist es passiert. Das Unternehmen hatte 16 Autokräne. Jetzt fehlt einer. Geklaut. Hier hat er gestanden und dann war er weg. 48 Tonnen Autokran, vor 2 Tagen von hier verschwunden. Man fragt sich halt, was ist noch sicher, wenn solche großen Geräte entwendet werden sogar. Wo hört's auf und wo fängt's an? Man kann sich's nicht vorstellen. Die Polizei ermittelt. Sie geht von 2 Tätern aus. Ein Riesenbrummer mit einem Teleskopausleger, den man 50 Meter in die Höhe ausfahren kann. So ein Ding einfach weg. Wie kann man das, so ein großes Ding, stellen? Wirklich oder Spaß? Das muss doch jemand gehört haben. Man kann ja nicht einfach das irgendwie in die Hosentasche stecken und weggehen. Wenn da jemand ins Führerhaus einbricht, kann man ihn wegfahren, klar. Und wo könnte er jetzt wohl sein? Er fährt nur maximal 50-55 km/h. Das heißt, er kommt recht langsam voran. Ein Hinweis, inzwischen soll er im Harz gesichtet worden sein. Wir haben viele Anrufe, wir kriegen Posts, wir kriegen auf der Website, wir kriegen E-Mails. Also es ist unglaublich, wirklich. Für das, dass wir das vorgestern wirklich dann online gestellt haben, wie sich das verbreitet, ist wirklich unglaublich. Gesucht, Autokran mit einem Neuwert von 600.000 Euro. Und der Ermittlungsstand der Stuttgarter Kripo? Möglicherweise kann der ins Ausland verfrachtet werden, dass es dort Gebrauch dafür gibt. Aber da laufen die Ermittlungen noch. 5.000 Euro Belohnung sind ausgesetzt. Jetzt halte ich auf jeden Fall die Augen offen, wenn es 5.000 Euro dafür gibt. Und wie schätzt das Unternehmen die Chancen ein? 50-50. Wir hoffen, wir kriegen ihn wieder zurück. Wir bleiben dran.